Hallo meine Leute, meine Freunde oder was auch immer. Hier ist wieder Elitewatch mit dem Karrierepart. Wir haben hier eine etwas längere Pause eingelegt. Ich kann euch auch ganz einfach sagen, warum ich hatte keine Lust auf FIFA momentan. Der FM fand ich ein bisschen spannender im Moment. Kommt aber jetzt beides wieder parallel. Das heißt, kommt jetzt einmal FIFA am Tag, einmal FM. Und wir stehen hier vor dem Spiel gegen Freiburg, gehen auch direkt rein. Das letzte Spiel haben wir gewonnen gegen Werder Bremen 2:0. Hoffen natürlich, dass wir hier wieder erfolgreich nachsetzen können. Wollen hier ein bisschen was tun, weil wir hatten ja ein bisschen gewechselt, durchgewechselt. Geben Kallas natürlich jetzt wieder eine Chance, nachdem er zuletzt ein bisschen enttäuscht hat. Ja, mit Poulsen die Freistöße schießen ist natürlich sehr schön. Oh, das geht sogar. Okay. So, dann sind wir auch schon im Spiel. Und da geht's los. Und wir hoffen, dass wir hier heute wieder 3 Punkte mitnehmen können. Wir stehen ja immer noch im Kampf um die Europa League Plätze. Champions League habe ich mittlerweile schon ein bisschen aufgegeben. Ah, schade. Sehr schöner Pass. Ach, warum denn nicht Ronter Vogt, Paulsen, warum? Und da haben wir Fabian Schmid schon am Ball. Können aber nochmal klären. Yannick Gerhardt, der sich wieder einen Stammplatz erspielt hat. Ein schlechter Pass erneut von Poulsen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh für den, immer Startelf zu spielen. Oh, sehr schön von Hector. Wieder Hector. Und Gerhardt. Und jetzt sind wir durch mit Helmes. Was macht Helmes ins Tor? 1:0, 13. Minute. Und aufgelegt von Jonas Hector. Helmes ist sein 7. Bundesliga-Tor. Wir sind aber schon weit in der Rückrunde. Hatten ja ein bisschen Stürmerprobleme zwischendurch und waren auch nicht bekannt dafür, die vielen Tore zu schießen. Waren aber auch nicht dafür bekannt, viele Tore zu kassieren. Ja, und jetzt Freis, der gegen Wimmer das Zweikampfduell verliert. Vogt auf Gerhardt. Poulsen auf Helmes und der den Ball wieder verliert. Risse, der hier sehr schön den Ball gewinnt. Schiedsrichter, ich bitte dich, der hat nicht den Ball berührt, der hat mich einfach nur umgetreten. Clemens, unser anderer Neuzugang, der hier sehr schön... Oh, was für ein Ball. Oh, wie kann sich Kallas denn da so blöd anstellen und falsch zum... Oh. Da müssen wir direkt wieder drauf. Ah, Poulsen. Hector auf Clemens. Der hier wieder den Ball. Und jetzt hier auf Poulsen. Der zieht einfach mal ab und der war gar nicht so schlecht. Dafür, dass er aus so einer spitzen Position aufs Tor flog. Da habe ich schon gedacht, der geht eher Richtung Eckfahne statt Richtung Tor. Clemens letztes Kopfballduell in der Mitte auch noch gewinnt. Boah, sehr schön von Helmes. Boah, also die Zweikämpfe, da müssen wir echt noch dran arbeiten. Das ist ausbaufähig. Jetzt haben wir Kerk hier am Ball. Ah, Kallas. Schneller nachsetzen. Wir treiben einen großen Aufwand gerade. Oh, 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 oh. Der war aber zum Glück am Abseits. Das habe ich gar nicht so gesehen. Und wir schicken Risse, aber leider kommt der Ball nicht durch. Wir gehen hier wieder früh drauf. Ganz tolles Pressing, was wir heute spielen. Boah.
Oh, da war Glück. Und da zwingen wir den Spieler ins Auszuspielen. Ja. Clemens, der eine Flanke bringen wollte, aber leider am Spieler hängen bleibt. Und Schmied, der hier einfach um die Außen kommen kann. Boah, Timo Horn rettet uns hier. Was wären wir ohne Timo Horn? Da geht es auch schon in die Halbzeit. Es steht 1 zu 0. Die Verbindung zu den ESA-Servern wurde unterbrochen. Das war wahrscheinlich mein Router-Neustart. Das ist aber völlig egal. Jetzt müssen wir ihn nachsetzen. Oh, sehr schön. Ah. Und jetzt haben wir. Oh Gott, der lässt er sich einfach übertölpeln. Olkowski. Und Poulsen, der sich schon mal da reinwirft. Wieder so ein schlechtes Kopfballduell, es ist einfach traurig. Und wir befinden uns in der 60. Spielminute. Der erste Wechsel, Klaus für Kerk. Oh, was für ein krasser Fehler von uns. Da kommt man nicht ran. Aber hier kommen wir so ein bisschen unterbinden gerade. Boah, da muss einer drauf. Warum geht denn keiner drauf? Ah, die schnürt hier gerade ein bisschen ein. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht will. Aber da können wir klären. Jetzt können wir hier kontern. Wo findet ihr den Ball? Das kann ja gar nicht sein. Wir gehen mal rein und wechseln. Bringen Osako für Poulsen. Zoller für Gerhardt und Lehmann für Vogt. Oh Gott, der kommt an. Aber ja, da verliert dann direkt wieder. Darida. Und da sind sie frei durch. Und da steht's 1-1. Weil einfach keiner richtig zum Mann hingeht. Ich hoffe, da war noch einer dran. Scheinbar nicht. Wieder stehen wir falsch beim Kopfball. Es ist einfach nur traurig gerade. Ja, geht keiner drauf, ist okay. Krieg schon wieder das dicke Kotzen, wenn ich so eine Scheiße hier sehe. Erste Halbzeit haben sie super Pressing gemacht und jetzt nichts mehr. Ja klar, ist ja nicht so, als würde ein Mensch dazwischen stehen.
Nee, nee. Ey, das kann nicht sein. Wir verlieren, obwohl wir richtig stehen, verlieren wir jedes Kopfballduell. Ja, schöner Fehlpass, Wimmer. Nächstes Spiel sitzt du schon auf der Bank, hast du dir richtig verdient. Boah, gefährliches Spiel kennen die gar nicht. Ey, Schiedsrichter, willst du mich eigentlich verarschen? Ich kann euch sagen, ich hab's eben schon mal aufgenommen, wir haben 1-0 gewonnen und die scheiß Aufnahme ist abgeschmiert. Richtige Scheiße hier. Kotzt mich einfach nur richtig gerade an. Ja, die können wir mal drin behalten. Und gehen weiter. Das nächste Spiel dürfte gegen Hoffenheim sein. Ja. Tut mir leid, dass ich hier gerade so ein bisschen. Es ist kotzt einfach nur an, wenn die Aufnahme dann abschmiert, während man aufnimmt, man gewonnen hat und dann so eine Scheiße dabei rauskommt. Da sind wir auch schon vom nächsten Spiel. Wir sind aber immer noch Fünfter, was ich einfach nicht verstehen kann mit einem Unentschieden. Das spricht einfach nur dafür, dass die Liga momentan zwar nicht so stark ist, wie sie eigentlich sein sollte, außer mit Bayern, die schon Meister sind. Ja, es bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als wir müssen den Part beenden jetzt an dieser Stelle hier. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part. Gucken uns mal gerade die Leistungsträger der Woche an. Thomas Kraft, da haben wir ja von einem von Köln, nö, aber 2, 4, 6 mal Hertha BSC. Das haben die ein Außergewöhnliches geschafft. Ein 5-0-Sieg gegen Paderborn. Okay, das erklärt natürlich einiges. Dann beenden wir jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall den Part und sehen uns zum nächsten wieder. Ciao, bis dann.